Weiß ich nicht, hatten wir hier nicht noch Schatzsuche? Ich bin mir nicht sicher. Das war doch gerade die Schatzsuche. Nee, nee, mit den Schätzen ausgraben. Nein. Ach so, warte mal. Ist das die Insel hier? Ich weiß es nicht. Gleich das mal ab. Nee, nee. Sieh nicht, das ist ein zweiter. Plunder Valley ist das. Da müssen wir jetzt hier nach Plunder Valley. Schieß nochmal das Herz da hinten rein von dem Typ. Was müssen wir als nächstes? Plunder Valley. Wir müssen Richtung Osten, also ja, Ost, Nordost. Das ist ja gleich die Insel hier daneben, oder? Ja, ja. Da müssen wir jetzt buddeln. Hier Schätze wieder. Einer im Westen. Also wir kommen ja jetzt von Westen eigentlich. Lass uns auch zu dem Strand im Westen fahren. Am besten. Am besten der Strand im Westen. Dieser rote Schädel, der wird da drüben in diesem Vorder sein, wie was das ist. Ist auch sehr lukrativ, der Shit. Ja, aber lass uns erstmal das eine machen. Ja, das schaffst du heute nicht mehr. Ich muss dann auch ins Bett. Ja, ich muss auch ins Bett. Das schaffst du heute, denke ich mal, nicht mehr. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir uns ja am Sonntag mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wir haben ja heute erst um 10 angefangen. Ja. Also ich denke mal, eine halbe Stunde sind wir locker noch beschäftigt. Auf jeden Fall. Wenn nicht noch länger. Ja, wo ist die Karte hin? Welche Karte? Mit der Insel hier drauf, ich sehe die gar nicht mehr. Ich hab sie noch. Ja, wieso hast du sie noch? Hä? Ist bei mir eins weiter. Ich sehe die Karten nicht mehr. Hast du sie vielleicht angeklickt? Dann ist die nicht verschwunden. Wenn du die anklickst, verschwindet die. Das kann sein. Ist oben hinter diesem Vogelkopf. Packst du das Schiff ein? Wie bitte? Packst du das Schiff? Ich versuch schon mal das zu finden. Wie kommt man denn hier am besten hoch? Scheiße, ich glaube, ich war noch nie auf dieser Insel hier. Ja, doch, waren wir schon, aber es ist eine scheiß Insel. Wie geht's lang? Das ist der Vogel, guck da vorne. Das ist halt echt nicht so einfach, ne? Ja. Weil du halt nicht so super viele Anhaltspunkte hast hier. Genau, das sind diese Athena-Segen-Shit. Legendäre Kiste Seefahrers. Ah, dann haben wir auch direkt eine Stufe bekommen. Meinst du, das kommt jetzt erst, weil wir schon so viele abgeschlossen haben? Ja.
So. Wo Jetzt sind wir müssen denn wir hin. gelandet? Westen. Westen. Das sind aber auch Special Geisterpiraten. Normalerweise ist ein Geisterpirat mit 3 Schlägen Hinge. Die brauchen 6 oder so. Mach denn, ich mach die. Irgendwie das Schiff nicht allein lassen, wenn diese scheiß Insel da hier mit dem Totenkopf in der Nähe ist. Vielleicht schon. Sieht das noch weiter vorne? Da oben muss wieder irgendwo so eine Spitze sein, die hier runter zeigt. Wir sind doch hier. Oh ne, wir sind noch. Ah, wir waren glaube ich noch nicht hoch genug. Wir waren noch auf der untersten Ebene. Wir müssen noch eins hoch. Muss man da die Leiter hochklettern, glaube ich. Eine Leiter. Ja, wo wir gerade standen, war eine Leiter. Hier irgendwo muss das sein. Da ist diese Spitze, genau. Da müsstest du ja hier, wo du jetzt gerade stehst, sein. Ja, hier irgendwo muss es sein. Bin nicht sicher mit den Felsen hier. Und jetzt hier ist ein Sprengfass. Geh schon mal auf die andere Seite. Ja. Aber eins muss hier noch sein, ne? Weißt du, wie kommst du denn hier hoch? Ey, das ist ja. Eigentlich muss das zweite direkt in der Verlängerung von der Spitze hier sein. Ich habe das zweite auch gefunden hier. So, wo ist jetzt unser Schiff? Voll, ne? Ah, ich will das eigentlich nicht hier stehen lassen, den Scheiß. Will ich Weiß doch ich nie nicht. wieder. Besonders wenn es jetzt dunkel wird, sehe ich das nie wieder. Finde ich das nie wieder. Ich stelle das hier oben drauf.
Ich habe das andere auch gefunden. Gut. Das heißt, wir sind hier auf der Insel auch fertig. Dann lass uns gleich weiterfahren. Da war wirklich alles so unwertvoller Scheiß hier eigentlich, ne? Ja. Das hat war damals schon so. Ist draufgegangen. Ja. Ich hoffe, die Geisterpiraten sind auch alle mit draufgegangen. Ich habe das Sprengfass nicht mehr gesehen. Naja, das steht halt irgendwo am Boden rum und wenn du da rumhüpfst und gegen irgendwelche Geisterpiraten kämpfst. Ja. Achso, du drehst. Die Schätze reinzuschießen. Ah, es spawnen schon wieder irgendwelche Skelettaffen. Also ungelogen, ich finde das ein bisschen viel mittlerweile. Kann nicht sein, hier unten sind ja schon wieder am Schiff Geisterpiraten. Hier ist auch noch einer. Kann einfach nicht sein, dass du ständig diese hirnlosen Idioten hier um dich rum hast. Wenn du hier eigentlich nur mal... Gut, das ist halt die Schwierigkeit wahrscheinlich. Ich glaube, die machen auch mehr Schaden. Also die haben nicht nur mehr Leben, ich könnte wetten, die haben auch mehr, machen mehr Schaden. Haben wir alles? Ja. Müssen wir hin. Mermaid's Hideaway nach Nord, die Richtung, die wir gucken. Nordwest? Ja, Nordwesten. Nordwesten. So, in der Mermaid's Hideaway müssen wir die Ladung abgeben. Also die Pflanzen, die Stoffe und so. Oh, ich glaube, wir haben hier irgendeine Geisterflotte oder so ein Shit, Robert. Ja, irgend so ein Scheiß. Ich habe auch gerade irgendwas gehört. Rechts, Quatsch, Backbordseite. Durch die Wellen fliegt das sonst wohin. Da wir müssen ja ranfahren, sonst treffe ich die nicht. Und dann reparieren, warte. Unsere Kanonen können wir gerade nicht verwenden. Kommt gleich nicht. Zauberkugel geschossen. Ich diese ganzen 1000 Meldungen immer zu. Der dreht gerade bei. Treffen sie nicht mehr. Ja.
ist tot. Kurz heilen. Er sinkt. Okay. Passt schon. Ach, das hat uns auch Erfahrung für Athen 10 gebracht, ne? Ja, aber. Wo soll denn? Jetzt soll ich rausnehmen. Das Segel rausnehmen. Wo ist das Ding denn gesunken? Direkt voraus müsste eigentlich gesunken haben. Ja, rechts vor uns. Sind die Vögel, siehst du es? Ja, da ist das Zeug, oder? Und jetzt ist es gespawnt. Mach mal Stopp hier. Kommst du mal alles ran? Ansonsten drehe ich nochmal nach Steuerboot. Muss noch mal drehen. Ich muss kurz nachher wieder hochmachen. Ja, Spaß, komm weiter. Wir müssen nach Nordwesten, ne? Ja. So, das da vorne müsste dann Mermaid Sideway sein. Da haben wir vier Captains wieder. Und wir müssen auch das Segel kriegen. Okay. Eine Pflanze ist verdorrt, obwohl wir die ganze Zeit gegossen haben. Ja, scheiß drauf. Hey, wir haben doch immer zu Wasser drauf gemacht, oder? Ach, zählt das nur für die, die man anguckt, gerade zufällig in dem Moment. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, mit diesen Pflanzen. Keine Ahnung. Oder meinst du, wir hätten sofort hinfahren müssen? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Abschließen müssen wir es ja trotzdem können, auch wenn da ein bisschen was kaputt gegangen ist. Ah ja. Wo müssen wir das da hinbringen? Was? Ja, unsere Ladung. Das ist ja kein Handelsposten oder sowas. Keine Ahnung. Five Paces Frank. Müssen wir auch erstmal finden, den Kauz. Naja, es geht wirklich nur immer für die Pflanze, die du anschaust. Das heißt, du musst die einzeln mit einem Dingsbums wässern. Naja, dann ist halt so. Links mal jetzt. Also. Die Hälfte davon ist doch noch intakt. Treibgut auf Backbordseite. Das ist zwar weiter, das ist nur Schrott. Also, das brauchen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man noch 1000 Kanonenkugeln braucht. Mindestens. Und wir sind schon ziemlich dick dabei hier.
Aber wir müssen halt gucken, wie wir das Zeug rüberkriegen. Also gerade die Stoffe müssen ja trockenen Fußes darüber gebracht werden. Ja, da musst du halt schwimmen, ne? Können wir ja nicht. Sind die denn sehr kaputt? Nee, nee, es geht schon. Nee, es geht schon. Na, du gehst, müssen wir jetzt hier ausladen. Oder wie? Ja, aber die Stoffe dürfen nicht ins Wasser. Ja, ja, doch. Pass auf, es geht. Du gehst hier an diesen Leitern runter. Ja. Schwimmst dann einfach rüber. Das geht ja. Segel ist schon oben, ne? Machen wir Segel hoch. Anker? Ja, hauen raus. Also nimmst du Stoffe jetzt hier? Gehst runter ganz langsam ins Wasser und gehst so rüber. Ja, die gehen normalerweise kaputt, wenn die mit Wasser in Berührung kommen, dachte ich. Naja, machst du ja nicht. Du darfst nicht untertauchen, das ist das Ding. Das ist dem Typen hier, ne? Wenn du weißt, wo der ist. Ja, das ist der einzigste hier auf der Insel, der steht hier hinten. Oh, das ist ja schon wieder Skelett, ich krieg einen Knall. Ja, wir müssen ja hier auch noch 4 Captains töten auf der Insel. Das ist ein Arsch voll von den Assis. Oh, das ist der richtige. Ah, ja, klar. Oh, jetzt pass auf. Hau hier ja nicht bei dem Typen so rum. Da ist ein Sprengschuss. Zum Glück halte ich nicht so viel aus. Die blöden Mistratten. Das Sprengfass tun wir irgendwo anders hin. Ah, oh, Schattenfuzzi. Hey. Da ist schon der Captain. Vorsichtig, sprengt. Ja. Ah, das war ein guter Schuss. Ich glaube, ich habe jetzt hier wieder keine. Ich bin zurück und bin zurück. Oh, hat mich gekillt. Oder oh, das Feuer hat mich gekillt. Kannst du mich aufheben? Ja, da ist schon der erste Schädel. Vorne bei den Typen gibt's Essen. Ja, ich muss mal ganz kurz. Ich hab noch ein bisschen was in der Hosentasche. Ich den Schädel weg. Wollen wir jetzt schnell versuchen, die anderen beiden Kisten auch mit auszuladen? Da kommt der andere hoch, Robert. Ist Gold, ich brauche Feuer. Ich hole was vom Schiff. Apropos, das Schiff sieht auch schon wieder ganz schön detailliert aus. Geht das nur mit Feuer oder auch mit diesen Sprengdingern? Nee, nee, Feuer. Oh, Alter, jetzt ist die Insel hier voll mit Fressen, wo du mal Shit brauchst zum Sprengen, oder was? Was zum Anzünden. Ne? Das ist doch witzig aus. Lock den mal hin zum Griff. Jetzt hätten wir natürlich auch das Sprengfass noch gebrauchen können. Ja, gut, das hört weg. Wie waren das verbrennen die von alleine? Ah ja. Ah, der ist weg. Ich glaube, dem macht das gar nicht Schaden. Geh weg, ich schmeiß noch was drauf. Ja, hier hinter dir sind auch noch welche. Meine Munition in der Knarre. Ich hab noch einen, so einen Brand. Ja, hau rein. Fuck, daneben. Dann muss ich neue vom Schiff holen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss auch Munition holen.
Aber der war auf jeden Fall auch anfällig gegen Schüsse, bin ich der Meinung. Ich habe jetzt hier schon zwei, drei von den Dingern drauf gedeiert. Der frisst sich ja immer wieder auch, der Sack. Warte mal, ich bring mal. Ja gut, der frisst sich auch, wenn er drauf schießt, stimmt. Oder du lockst ihn an den Strand, dann können wir mit der Kanone drauf schießen. Ja, mach ich jetzt auch. Wo ist er? Hopp. Das ist jetzt super lahmarschig. Hab ihn. Sehr gut. Wie viele Schädel haben wir jetzt? Haben wir schon drei? Das dürfte doch alles gewesen sein, oder? Ja. Nee, Oder? nee, nee, nee. Versuch nochmal, ich tu den an Bord. Wir müssen ja noch das Zeug abladen. Was für Zeug? Ach, bei Hast du dem die Typen? Pflanzen schon abgeladen? Nee. Und die Schnapsflaschen sind da auch noch. Ja, das ist der gleiche Spaß bei Odi, sind beschädigt. Da oben ist nochmal so eine Truppe Skelette. Also es sind vier Schädel, die wir brauchen hier. Oder vier Captains. Von denen ja jeder einen Schädel droppt. Vorsichtig. Boah, ich bin gleich tot. Was ist denn das hier? Ja. Da ist rein und heilt sich aber nicht der. Fuck. Fuck, ich hab keine Munition mehr. Mach ich auch nicht. Alter, der macht ja übelsten Schaden. Bin ich tot, bin ich tot. Ich bin selber, ich muss gerade mal fressen tun. Hier ist Schiff zurück. Ja, das ist toll hier. Kann ich nicht Kanonen. springen? Wieso kann ich nicht springen? Zurück. Nee, jawohl, Ja, oder also. da kommt noch irgendwas her. Wo siehst du die? Ah, ich hab sie hier, ich lock sie zum Schiff. Was sind das für welche? Schwarze. Der Und Schatten das ist ja irgendwie. tagsüber egal, ne? Er muss weiter auf den Strand, sonst treffe ich ihn nicht. Ah doch, ich habe ihn. Er ist Geschichte.